Im Fall der verschwundenen Schweizer Zwillinge Alessia und Livia tappen die Ermittler immer noch im Dunkeln. Die Polizei sucht jetzt unter Unterstützung der Mutter Irina in Korsika nach den 6-jährigen Mädchen. Zeugen wollen die Kinder auf der Insel mit ihrem Vater gesehen haben. Matthias Schepp entführte die beiden am 30. Januar. Die Suche nach ihnen läuft in der Schweiz, Frankreich und Italien. Die jüngste Spur führt in den Norden Korsikas. Der Vater hat die Insel am 1. Februar von Bastia aus per Schiff verlassen. Nach bisherigen Angaben war er allein. Olga Ornek will Alessia und Livia jedoch gesehen haben. Ein Mann und eine Frau haben sich unterhalten. Ich ging gerade über die Straße. Ich bin mir zu 95% sicher, dass es die gesuchten Zwillinge waren. Bei dem Mann bin ich mir 100%ig sicher. Der Vater warf sich in Italien vor einen Zug. In seinem Abschiedsbrief behauptet er, die Kinder getötet zu haben. Sein Auto wurde mittlerweile gefunden, doch die Ermittler suchen noch nach dem Navigationsgerät. Es könnte Auskunft geben über die Odyssee.